Und damit willkommen zurück zu Allein im Dunkeln, mein absolutes Lieblingsspiel, was mich überhaupt nicht nervös macht. Wir haben ja hier auf diesem tollen Dampfer aufgehört, den wir ja wieder zum Fahren bringen sollen. Zur letzten Episode hatte ich gerade ein bisschen Auszeit. Mitunter war ich in meinem Polenurlaub. Und ich meinte, wir müssten als nächstes irgendwo runtergehen. War das hier? Wie schaut mal der munitionstechnisch aus? Ja, 2 Schuss, 20, 7, 4. Ach ja. Und wir haben nichts zum draufhauen. Ah ja, genau. Ich glaube, hier habe ich das letzte Mal aufgehört. Gehen wir mal rein. Jeremy, wo bist du? Warum genau mache ich das nochmal? Kaputter Kompass. Okay. Wieso kann ich keine normalen Spiele spielen? Schrotflinte. Okay. Schienengewehr. Was soll heißen, hier komme ich nicht weiter? Rein. Schaut euch mal das Löcher an. Wie soll denn das Ding hier noch rumfahren? Also hier, No-Go-Zone. Da geht's auch nicht weiter. Ja, aber da geht's ja auch nicht weiter. Oder habe ich da was übersehen? Nee, ne? Bestimmt gut, was da drin ist. Da kann ich nicht drüber. Hier auch. Ja, ey, beruhig dich. Okay. Wo muss ich hin? Hier bei dem Dude war ich ja auch drin. Oder musste ich hier vielleicht runter? Nee, ne? Da von der Seite sind wir ja hergekommen. Ist dicht. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Da oben war ja No-Go-Zone. Wieso liegt hier wieder Munition? Oder habe ich die am Anfang übersehen? Auch mal. Okay, jetzt gehe ich aber noch mal durch. Weil Munition finde ich so grundsätzlich schon was Gutes. Noch mehr? Lol. Ach ja, so sind wir ja in die eine Küche reinkommen. Da ging es ja nicht runter. Da hat sie ja gemeint, da braucht es ja Elektrizität. Bist du tot? I guess. Gibt's ja auch noch mehr. Hier konnte ich ja nichts machen. Oh, da drin war ja so ein Hackebeil. Drin, nix. So, dieses Bein, da kann ich das haben, bitte. No way to Ich go. kriege das kaputt. Ich brauche nur etwas, um draufzuschlagen. Echt jetzt? Okay, ne? Schaufelraddampfer. Wie? Ich glaube, ich soll mir an solchen Sachen einfach nicht mit Logik rangehen. Ich wollte eigentlich runtergehen.
Eigentlich will ich nicht runtergehen, aber ich muss runtergehen. Ja. Wäre dann bestimmt mit Gedankenkraft. Ich höre schon irgendetwas Grausiges schon wieder. Erstmal gucken. Der Treibstoffbehälter. Okay. Aktiv gar nichts. Ich glaube, es braucht einfach nur Treibstoff. Ach, nur Treibstoff. Natürlich. Ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr als nur Treibstoff. Ne, Tür. Oh. Da kann man wieder was werfen. Warum brauche ich das? Okay. Nee, aufmachen wollte ich es eigentlich nicht. Okay, Goodies. Keine Goodies. Irgendwas Sinnvolles hier drin? Nein, natürlich nicht. Was wetten wir, dass hier irgendwas aus der Tür rauskommt? Während ich das hier mache. Ganz ungutes Gefühl. Tschüss. Dann hätten wir die Mannschaft jetzt mal aufgeweckt. Musik jetzt laufen. Oh. Das ist natürlich sehr gut. Tot. Sehr gut. So, den nehmen wir jetzt gerade mal mit. Jetzt kann ich natürlich wieder nicht schnell laufen. Aber ich will mal das aufsparen für den nächsten. Es ist so dumm gemacht. Warum kann ich das nicht einfach reinstecken? Yes. Na, haben wir noch einen? Komm, da kommt doch bestimmt noch einer. Ne? Raus. Okay, Wechsel auf Schrot. Was? Ich höre auf jeden Fall noch eins. Haben wir hier noch irgendwas zum Werfen? Nee. Will ich da rein? Will ich da rein? Will ich da rein? Na, komm her. Komm her.
Komm her. Gut, ich glaube, das war's. Hat viel zu viel Munition gekostet. Hast du hier vielleicht... Oh ja, gib her. Nice. Hat jetzt noch mehr Äxte gehabt. Ach, Mann. Naja. Hier gibt's ja nichts mehr extra, ne? Schade. Hallo, komm mal her. Nein, echt jetzt? Komm jetzt. Nein. 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 Mann, es lief so gut. Oder muss ich einfach schnell sein? Ich weiß auch nicht. Ich kann ja einfach mal durchrushen. Ist eigentlich auch eine Option. Soll ich mal durchrushen? Ja, toll, jetzt sind wir wieder hier unten. So, komm. So. Einmal rauf und dann schnell sein. Vielleicht funktioniert's. Für den ersten. Oh, lauf. Lauf, 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 lauf. Ja, klar kriege ich davon Schaden. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Wir rushen da jetzt mal durch. Yes. Und jetzt? Sag mal, wie war Helf nochmal? War das nicht null? Wie war denn Gesundheit nochmal? Muss ich gerade echt mal nachschauen. Option, Steuerung. Tastaturbelegung, Sprintenziele, Fernkampf neuladen. Waffe 1, Waffe 4, konsumieren, war G. Okay. Ah, ich glaube, ich spaß mir noch ein bisschen. Okay, es hat gespeichert. Hab ich's doch gewusst. Ja? Wo bist du jetzt? Naja, gehen wir halt runter. Da hätte es auch eine Flasche gehabt. Scheiße, wir wechseln mal auf Schrot. Und wo? Ja. Noch einer? Oh, da jetzt auch noch was zum Werfen. Würde mich erstmal umsehen. Natürlich nichts Sinnvolles hier drin. Oh ja, geil, danke. Können wir gerade mal durchladen. Schaufel. Ja, warum auch nicht? Jeremy?
Tommy? Was geht hier vor? Was zum... Ja, nein. Ich hätte sterben sollen. Was heißt das denn, Füßen? Dass sie sterben sollen? Ich bin der Auslöser. Ich musste sterben, damit die Geschichte beginnt. Welche Geschichte? Was meinst du damit, Jerry? Vor 30 Jahren. Frederick verließ sich auf meinen Tod. Jeremy! Das ergibt alles keinen Sinn. Kommen Sie. Finden Sie Ihren Fokus. Onkel? Ich habe alle betrogen. Hab meine Rolle nicht gespielt. Bin meinem Tod entkommen. Mein Schicksal! Nochmal. Finden Sie den Fokus. Jeremy! Jetzt ist alles falsch. Nichts, wie es sein muss. Hey, hören Sie zu. Wir werden ertrinken. Ganz ruhig, Miss Hartwood. Sie sind hier nicht in Gefahr. Aber Jeremy, er war doch hier, oder nicht? Miss Hartwood, ich fürchte langsam, dass Ihr Familienfluch beginnt, Sie einzuholen. Haben Sie schon mal mit einem Arzt darüber gesprochen? Nein, nein, ich war nur verwirrt. Ich dachte kurz, ich hätte ihn gesehen. Schon gut, ich gehe dann mal. Miss, Sie sollten wissen, dass ich helfen kann, wenn Sie möchten. Ja, ich weiß nicht. Jeder Arzt, aber nicht er. Okay, wären wir wieder da. Gut. Jetzt? Überholungen wurden in Sarif verschoben. Okay. Ziele. Eine geisterhafte Stimme, die wie Jeremy klang, rief um Hilfe. Emily konnte nicht genau ausmachen, woher die Stimme kam. Sie schien irgendwie ein Teil des Ortes selbst zu sein. Alles, was sie verstehen konnte, war, dass Jeremy festsaß und sie das Dampfschiff in Fahrt bringen musste. Ja, das haben wir auch eigentlich gemacht. Bin ich ein bisschen planlos. Was sagt denn die Karte? Sag mal, Puzzlestück. Rätsel. Da hinten. Büro des Sekretärs. Stockwerk wechseln. Also, jetzt gehen wir mal nach oben. Finde ich immer noch gruselig. Hier hat sich mal nichts verändert. Gehen wir mal hier rein. Ja, alles normal. Ja, mal eins weiter. Okay. Was haben wir hier? Vertrau mir, Hinweis. Du musst mir vertrauen. Dies ist der wichtigste Moment in der Geschichte unserer Familie. Ich weiß, dass du deine Zweifel hast und dass die furchtbare Mama Loa dir Lügen erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Ich verspreche es. Lottie. Okay. Ein bisschen nichts aussagend. Hä? Bist du? Nichts drin. Nichts drin. Okay, gibt's ansonsten noch was? Butchs Zimmer unten. Ach stimmt, hatten die das mit dem Fotoapparat gemacht? Da hat da, glaube ich, irgendwas gefehlt. Oder haben wir das gemacht, haben wir das nicht gemacht? Wir gehen mal unten rein. Ich habe übrigens eventuell schon das nächste Spiel gefunden, was ich dann auch spielen könnte. Aber das muss ich mir noch ganz gut überlegen, ob ich das spiele, und zwar Callisto-Protokoll. Das ist richtig heftig, da ist das hier harmlos. Mal gucken. Ja, was haben wir hier? Nix. Ruth, sind Sie hier? Nein, tut
Ist doch irgendwie offensichtlich, oder nicht? Okay, gerade auf. Fehlt uns die Birne hier. So, und das andere Rätsel ist im Büro des Sekretärs. Ich finde jetzt so ein bisschen mehr, dass wir kein konkretes Ziel haben. Soll ich rausgehen? Nee. Ich kann noch nicht weg. Ich muss Jeremy hier rausholen. Ja, schon klar. Ich probiere einfach nur Sachen aus. So, Büro des Sekretärs, Rätsel. Den Safe hatte ich hier aufgemacht, oder? Büro des Sekretärs. Ja. Habe ich hier sonst irgendwas übersehen? Also wirklich viel mehr hat sie drin nicht. Ich kann jetzt hier wieder weitergehen. Und dann bin ich wieder da. Also nicht, dass das wieder so ein Bug ist. Hier drin auch nichts. Ja, also liebe Entwickler, irgendwie so ein kleiner Tipp wäre irgendwie nicht schlecht. Auch nichts Spannendes am passieren. Ach, da ist jetzt zugestellt. Soll ich runtergehen? Ja, super tolles Wetter. Ah, offen zu. Offen. Alles wie immer. Tjo. Na, hast einen guten Grund versperrt? Nee. Es ist versperrt. Okay. Haupthalle hier. Ich will den Pflegern jetzt nicht in die Arme laufen. Ich sollte einen anderen Weg finden. Ach, die sind da immer noch da hinten. Hier? Ich glaube, Dr. Gray ist da drin. Vielleicht kann ich dann jetzt in seinem Büro herumschnüffeln. Ja, da sind wir gerade schon gewesen. Was haben wir hier? Vorbereitung auf den Johannistag. Wir müssen Hoffnung darauf haben, dass Jeremys Pakt mit dem dunklen Mann nur ein Bluff ist. Wenn wir Glück haben, werden unsere Besucher ihn vor Sonnenuntergang finden und beweisen, dass das alles Unfug ist. Was wahrhaftig ist, ist unser Versuch, sie anzurufen. Es ist einfach zu viel geschehen. Dieser Abend darf nicht vergeblich gewesen sein. Denkt an Jack und Cassandra. Sogar Perosi, deren Hintergrund ich einfach nicht durchschaue. Grace ist unsere Ziege ohne Hörner. Sie weiß das und sie wird mitspielen. Du musst mit deinem Bruder reden, Baptiste. Ich mache mir Sorgen, dass er uns enttäuschen wird, Miss Thompson. Anrufen, so. Da fehlt mir was. Aber das haben wir ja auch schon was rausgeholt. Ja, was wollt ihr jetzt, dass ich mache?
Ich glaube kaum, dass unten was in der Küche ist. Mal nachschauen können wir. Verschlossen. Naja. Wo soll ich dann hin? Hier gibt es ja auch nichts mehr großartig zu tun. Das war nochmal der andere Weg in die Küche. Wieder uns das Geheimnis ist. Mrs. Thompson, ich weiß, dass die vergangene Woche sehr anstrengend war. Angesichts dessen ist es mir wichtig, Sie daran zu erinnern, dass die Angelegenheiten des Shadows nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und Sie sollten sie auch nicht persönlich beunruhigen. Bitte fahren Sie mit Ihrer ausgezeichneten Arbeit fort und denken Sie bitte nicht über den Tod von Perosi und vor allem nicht über den Selbstmord von Cassandra Borgard nach. Das sollte Sie oder die Belegschaft nicht belasten. Ich verlasse mich auf Ihre Loyalität und baue darauf, dass Ihre enge Beziehung mit den Tabois-Geschwistern dafür sorgen wird, dass De Shadows Geheimnisse geheim bleiben. Dr. Gray. Er bleibt da ziemlich trocken bei dem Thema. Ups, das wollte ich nicht. Wie konnte ich nochmal die Taschenlampe anmachen? War das nicht L? F? Hm. Ja, gut. Gehen wir halt wieder raus. Hier ist ja aktiv gar nichts. Hier unten vielleicht. Das war ja der andere Ausgang. Nee. Naja, ich will das Hälftigen haben. Dankeschön. Oh, gleich. Bis zwei. Boy. Gut. Bin ins Abgebäude. Spiel, rede mit mir. Was möchtest du? Das erste Zimmer vielleicht? Hey, da ist was. Nö. War vielleicht? War wieder hier. Hm. Esszimmer? Moment. Lass mich hier noch gucken. Nö. Esszimmer. Zu. Ah, das ist aber echt blöd gemacht. Nach unten will ich eigentlich nicht. Fand ich eigentlich ziemlich ungeil da unten. Das gibt's doch nicht. Ja, dann hätten wir eigentlich nur noch den Dachboden da oben. Ich schätze, ich hatte nie die Gelegenheit, mich hier umzuschauen. Ja, eigentlich schon. Also die Box hier. Hä? Hä, aber das haben wir doch... Escape zurück. Was willst du? Ja, also da kann ich nichts machen. Oder nicht mehr machen. Und da hinten war was. Was ist das? Oh, nice. Gesundheit. Na, da hinten irgendwas? Nö. Hier auch nicht. Ja, gut. Ich glaube, ich werde mal kurz Google befragen, weil so ganz ohne Objective habe ich jetzt gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Ich meine,
Die zwei Rätsel haben wir uns angeschaut. Uns fehlt da die eine Birne hier. Im Büro des Sekretärs, keine Ahnung, was er da haben will. Und der Rest ist nicht. Okay, ja, also, wir sehen uns gleich wieder. Ich frage mal Dr. Google. So, da bin ich wieder. Ich habe zumindest mal einen Hinweis gekriegt, wo es mit dem Lightbulb da weitergeht, also mit dieser Glühbirne. Und ich bin in diesen einen leeren Raum im Erdgeschoss hingegangen. Da bin ich jetzt gerade reingelaufen und hat Emily vor mir gesagt, das ist mein Zimmer. Da gehöre ich hier hin. Und da habe ich dann gerade Escape gedrückt, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass sie was sagt. Und ja, gehen wir mal gerade rein. Fortfahren. Genau. Also ich zeige euch, wo das ist. Das ist da unten und dann kam jetzt auch hier bei Ziel was. Der Raum war nicht für Patienten gedacht, aber es kamen und gingen dennoch viele von ihnen. Mr. Waits zog es vor, die Tür abgeschlossen zu lassen. Er dachte nicht bewusst darüber nach, aber seine primitivsten Instinkte wollten Besucher davon abhalten, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Aha. Lese die Schrift an der Wand. Welche Schrift? Ich hasse diese Türen. Was haben wir hier? Asche von Indigo. Okay. Ich erkenne diesen Ausblick. Mhm. Guter Ausblick. Digo ist bestimmt... Ich kenne die Kombination nicht. Moment, vielleicht kenne ich sie doch. Woher denn? Da kann ich was machen. Okay. Wait here, done in the dark, left to us, listen to me. Vinegar Bag 1XXX. Wenn ich zurückkehre? Bitte warten, allein in der... Wirf mich der Tod. Das habe ich geschrieben. Okay. 1XXX. Ermittlung. Eine lange Verlobung. Das kann jetzt überall hier drin sein. Ah. Fängt mit 1 an. 918. 1918. Okay. Aber ich weiß die Richtung nicht. Habe ich da einen Hinweis? Öfter was, listen to me. Warte mal. 1918. Muss ich die 1 auch mitgeben? Und das ist nur das 918. Probieren wir es mal. Warte mal. Z. Nee, ich mach's anders. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das war schon mal nicht. Probieren wir es nochmal. 1, 2, 7, 8, 9. Nee. Dann 1. Und dann 8. 1, 2, 3. 8. Auch nicht. Oder mache ich das jetzt wieder falsch? 3, 4, 5, 6, 7, 9. Das war die 9. 1. Ach, wieder so rum. Ich hasse diese Saves. Ja. Ah, das Blitzlicht drin. An Emily, Hinweis. Ich habe endlich das Foto aus meiner Zeit in Frankreich während des Krieges gefunden. Ich glaube nicht, dass das dein Verlobter ist, aber es ließ mich an ihn denken.
Was für ein unglaublicher Mann er doch gewesen sein muss. Auf deine Art hast du wirklich Glück gehabt. Er hätte ja auch ein Niemand gewesen sein können, der beim Sturz in den Mississippi gestorben ist. Stattdessen hat er sich freiwillig gemeldet, um auf der anderen Seite der Welt für verzweifelte Menschen einzustehen. Er ist ehrenvoll gestorben, so wie Achilles in Troja. Ich beneide dich und ihn vielleicht auch. Das ist alles so romantisch. Das wollte ich nur sagen. Scheue dich nicht, meine Kamera zu benutzen, wenn du das willst. Vielleicht heitert dich das ja auf. Vielleicht bringt ihn das dir näher, auch wenn es nur eine Erinnerung ist. Ruth. Gut, genau das machen wir jetzt auch mal. Wie lange bin ich schon hier? Ja, theoretisch noch nicht so lange. Aber bei dem ganzen Zeug, was hier so abgeht, ist das eine gute Frage. Ja, Kamera. Gut. Einmal Blitzlicht. Ja, das ist wirklich spannend. Das Motiv haben wir ja hier nicht, ne? Wir wurden geblitzdingst. Reist du so umher, Bruce? Der Krieg oh. In Europa tobt weiter. Und Amerika tut seinen Teil im Kampf gegen den Vormarsch der Deutschen. Okay. Gestern sind Väter aus Bosnien. Also, wir kommen bei Call of Duty. Frankreich angekommen. Tapferen Truppen dort zu verstärken. Diese Männer werden gemeinsam mit unseren Okay, ich hab was zum Hauen. Die Unschuldigen zu verteidigen und ich werde dich finden, John. Kommen jetzt irgendwie Zombie-Nazis oder so entgegen? Das wissen. Kann ich dann alles nicht nehmen zum Werfen. Das ist wieder das eine Mega-Vieh da. Das ist ein Soldat. Moin. Sag's dir, wenn du aufstehst. So, sind die alle durchgeladen? Ja, I guess. Blut. Blut des Omen. Stehst du auf? Nee. Kiste, lass was drin sein. Natürlich nicht. Nee, hier hat's nichts. Okay. Okay. Bitte steh nicht auf. John. Sei leise. Mindestens einmal muss ein Jumpscare irgendwo kommen von den Typen. Ach, die schlafen ja alle nur, ne?
Wieso gibt sie mir die ganzen Kisten, wenn hier nichts drin ist? Mein Kollege. Das Bett wäre gerade daneben. Das hat mich jetzt fast gekriegt. Okay. Wie kann ich das Licht anmachen? Ah, das kommt davon, wenn man länger nicht mehr spielt. Wiederholt zurück. Nee, das ist eine Belegung. Nahkampf, Waffe, 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 Taschenlampe war V. Okay. Jetzt gibt's mir doch mal Munition oder sowas. John. Hier wenigstens. Das, Looten wird hier einfach überhaupt nicht belohnt. Oder besser gesagt, akribisches Looten. Über diese Meditaschen, aber Gesundheit bekomme ich halt auch nicht. Okay, Spiel hat gespeichert. Ach du Scheiße. Kommst du zu mir? Ne, komm jetzt. Okay. Ich dachte, ich wäre über dich hinweg. Ist das jetzt da oben und ich darf nicht laut sein, oder wie? Okay, dann tun wir halt mal schleichen. Gibst du mir jetzt Munition? Ah, Spiel, du bist echt so gemein. Mit einer Schaufel werde ich ja weit kommen bei dem Viech. Muss ich jetzt wirklich darauf achten, wo du bist? Traue mich jetzt nicht schneller zu gehen. Es wird ja schon seinen Grund haben, warum das Spiel sagt, da wird schleichen. Ja, natürlich, das Monster ist weg. Das heißt, ich habe meine Munition da vergeudet, oder wie? Das ist super. Das ist Schnaufen war schon beim ersten Mal echt beschissen. Okay, ich glaube, wir haben ja diese Zombies hier am Start. Ich sehe sie nur nicht.
Ne? Ich habe keine Kugeln mehr. Ja, nicht wie geplant. Okay. Das war's dann mit leise sein. Munition? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Naja, Hauptsache Gesundheit. Wir sind so wie Soldaten und Co. Es kann doch nicht sein, dass hier keine Munition ist. Gut, wenn ich jetzt hier runtergehe. Und haut wieder ab. Ja, genau. Habt doch dafür jetzt ein Kruzifix. Achso, das ist einfach nur ein Bein. Okay. Ja, die schwebt doch mal vor sich hin. Ist klar, das passt so. Ja, ich guess, ich hätte da so rundherum schleichen können. Danke für gar nichts. Mann. Goodies. Da ist nichts. Ja, habe ich auch schon bemerkt. Danke für den Hinweis. Okay, liebe Leute, wir sind schon wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir machen an der nächsten Episode weiter. Hier in Call of Duty Alone in the Dark Edition. Und mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Ich habe vor allem ein kleines Munitionsproblem. Hier nichts mehr, hier nichts mehr. Nur noch hier und ein Kruzifix. Möge Gott mit uns sein. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.